Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Sammlungsupdate und zwar, ich bin rückfällig geworden, sage ich es mal so. Manche von euch wissen zwar, nicht wundern, das Fenster ist auf, wir haben Sommer, deshalb ist leider ein bisschen Krach. Viele wissen von euch sicher, dass ich hatte mal damals angefangen mit Funko Pops. Ihr seht das, ihr seht es natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich hatte angefangen mit Funko Pops. Ich hatte drei kleine und den großen He-Man und habe die dann irgendwann verkauft. Ähnliche Story wie bei meinen Reaction-Figuren übrigens. Merkt ihr was? Ja, das meiste bereut man, wenn man es verkauft. Auf jeden Fall habe ich die drei damals verkauft, die drei kleinen Figuren. Unter anderem war das He-Man. Wer da sonst noch bei war, weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Und den großen He-Man, den habe ich noch in der Ecke stehen. Da komme ich jetzt gerade nicht dran, weil das dezente Eternia Playset davor steht. Auf jeden Fall, den habe ich immer noch. So, und wie es der Zufall will, ich weiß gar nicht mehr, wieso es dazu kam. Ich finde plötzlich wieder richtig Gefallen daran. Ich werde mir nicht alles holen von Funko Pop, auf keinen Fall. Das ist viel zu viel. Aber hin und wieder mal eine Figur. Warum nicht, ne? Ich finde die Figuren auf jeden Fall ganz nett. So nett, dass ich sie mir gerne hinstelle und daran Spaß habe. Und wenn ich irgendwann keinen Spaß mehr daran haben sollte, kann ich es ja immer noch verkaufen. Es ist ja kein Muss. Aber ich wollte euch in diesem Video gerne mal zeigen, was sich bis jetzt so angesammelt hat. Es sind auch noch weitere Figuren unterwegs, aber dazu später mehr. Also, bis jetzt habe ich in meiner Funko Pop Sammlung, ich finde die richtig klasse, manche mehr, manche weniger, aber ich finde die an sich, finde ich die cool. Zum einen der allseits beliebte Clamp-Champ. Das ist Figur Nummer 1. Dann habe ich Snakeface. Der sieht, finde ich, richtig geil aus. Ich finde es auch cool, dass man hier in das Fenster seitlich reingucken kann. Den finde ich richtig gut. Ich muss nur aufpassen mit der Spiegelung. So, Snakeface. Und ja, ich werde sie nicht auspacken, falls die Frage aufkommen sollte. Ich werde sie nicht auspacken. Ich möchte sie genauso hinstellen, wie sie hier sind. So gefallen sie mir gut. Genauso wie zum Beispiel hier meine Reaction-Figuren. Gefallen mir auch nur auf Karte und diese gefallen mir auch nur in der Box. Schön mit dem Master-Schriftzug oben drauf, mit dem Artwork hier drauf. Finde ich cool. Geil. Dann ist eingetroffen in meine Sammlung der Merman. Ihr seht, hat jede Figur vorne ein kleines Bildchen noch drauf und hier noch drauf. Und dann halt die Figur selbst. Ich finde sie ganz cool. Packe ich mal so hin. Dann ist bei mir, wie soll es auch anders sein, eingetroffen der stärkste bzw. mächtigste Mann im Universum. He-Man selbst. So. Dann habe ich eine Figur, die habe ich als Vintage-Version und die fand ich schon immer auf ihre Art cool. Und zwar ist das der Blast Attack. Ich hoffe echt, dass das mit der Spiegelung einigermaßen hinhaut. Der Blast Attack. Zack. Dann ist bei mir eingetroffen eine Figur, die viele in der Vintage-Version zumindest lieben, auch in der Origins-Version und so weiter. Der Leech, meine Freunde. Und der, finde ich, ist auch richtig gut geworden als Funko Pop. Man muss ja immer dran denken, es handelt sich immer noch um Funko Pops. Ne? Also die sollen ja gar nicht so aussehen wie die Vintage-Versionen und so weiter. Die sollen ja genauso aussehen, wie sie aussehen. Ich habe da auf jeden Fall Spaß dran. Und ich liebe die Masters generell. Ich finde die Masters einfach klasse. Egal in welcher Form. Ich liebe die Masters. Die sind einfach cool. So. Dann ein Charakter, der darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Beastman. Das ist Beastman. Den stelle ich mal so hin. Dann ist eingetroffen, es gibt davon mehrere Versionen. Die andere Version, die bekomme ich auch bald. Das ist schon abgeklärt. Terror Claws Skeletor. Tada! Den stelle ich mal hier. Und dann ein besonderes Set. Das ist jetzt auch gleichzeitig das letzte erstmal in diesem Video. Das finde ich total geil. Nicht nur, dass es Skeletor ist, es ist Skeletor, muss er mal so halten, mit der Snake Mountain.
Also das finde ich richtig geil. Das finde ich richtig super. So, ich weiß, dass die Funko Pops nicht jedermanns Sache sind. Soll ja auch nicht jedermanns Geschmack sein. Es soll ja auch, hatte ich ja schon öfters gesagt, jeder soll das sammeln, was er gut findet und was ihm Spaß macht. Ne? Ihr müsst die Sachen nicht mögen, die ich mag. Ich finde es zwar schön, wenn ihr es tut, aber es ist kein Muss. Jeder soll das sammeln, woran er Spaß hat. Tja, das soll es auch schon wieder erstmal gewesen sein. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Funko Pops auch sammelt oder ob ihr sie grässlich findet. Ich meine, ich kann mir schon denken, was für Antworten kommen. Aber jeder so, wie er mag. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.